Mein Name ist Stefan Jamm. Ich bin der Inhaber der Metzgerei Deininger in Markt Einersheim. 2018 haben wir mit unserem Team der Metzgerei den Bratwurstkönig in Begnitz den Titel geholt. Heimat ist da zu sein, wo man wohnt und wir gehen auch in Urlaub gerne weg, ein-, zweimal im Jahr, aber Heimat ist, ich bin hier geboren, das ist ein Gefühl, man kann es, ja, man ist da zu Hause. Meine Botschaft an die Jugend von heute, die in der Schule gerade noch sind und sich einen Weg suchen, ihr Leben zu gestalten: Leute, geht ins Handwerk, dort könnt ihr was erleben, ihr lernt was, ihr könnt was. Und ihr könnt durch eure Ausbildung im dualen System, durch Berufsschule und den Handwerksmeister sehr viel lernen für euer Leben und für euer Handwerk dann letztendlich. Und auch im Handwerk ist nicht mit der Gesellenprüfung Schluss. Ihr könnt euch weiterbilden, ihr könnt auf dieses Lehre oder auf euer Handwerk dann aufbauen und könnt euch selbst verwirklichen. Es muss nicht jeder im Büro landen. Ja, Wurst ist unser ganzes Leben in der Metzgerei. Es dreht sich von Früh und Abend um diesen Artikel. Besonders haben wir uns der Bratwurst verschrieben seit dem Bratwurstgipfel. Wir waren da 2 Jahre vorher als Besucher mal oben und dann haben wir unbedingt gesagt, wir müssen da mitmachen bei dem Bratwurstgipfel und haben dann immer wieder kreative Bratwürste erfunden und waren dann da 2018 auch erfolgreich. Ja, wir nehmen halt auch von Kunden bzw. Lieferkunden Anregungen auf, was wir für Bratwürste machen könnten, welche Zutaten das man verwenden kann und daher über die Fachpresse und so weiter und auch von Kollegen holen wir uns die Anregungen, um da immer wieder jedes Jahr mindestens eine neue Bratwurst zu kreieren. Prinzipiell kommt ja in die Bratwurst Fleisch, Gewürze, und das war's, also Fleisch-Fett-Verhältnis, dass es passt. Und bei einer Kreativbratwurst setzt man halt Zutaten zu, die nicht typisch für eine Bratwurst sind, aber durch die Zutaten dann eben auch zu einer kreativen Bratwurst werden. Zum Beispiel bei einer Gyros-Bratwurst setzen wir Oliven, Federkäse und Zwiebel zu. Oder bei einer Currywurst Aprikosen. Das schmeckt super. Bei einer Currywurst hat man ja eine Soße dabei, die wird oft auch fruchtig, tomatig gehalten und dadurch kommt es total super rüber. Es ist am Anfang ist es nicht immer gleich das, was man haben will und man probiert bestimmt 10-mal, 12-mal die Sorte vom Winter her aus, um sie dann in der Grillzeit präsent zu haben. Und wenn es dann von den Kunden ein Lob gibt, und der zweite Kunde kommt und er sagt, es passt, dann wird es langsam gut und es macht einen überglücklich, wenn wir arbeiten täglich mit unseren Händen und geben alles dafür, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Und das ist eigentlich das größte Lob und das ist Balsam auf der Seele oder auf dem Herzen.